Okay, hier bin ich dann mit dem Zoo Tycoon 2 Let's Play. Es wurde jetzt das Paranoia Pack gewählt. Und ich habe dann dafür den Boreal Forest genommen. Ich glaube, das heißt Laubwald. So sicher bin ich mir nicht, aber zumindest habe ich zwei Arten von Wald und der andere ist viel heller und grüner. Ich habe schon mal die Map ein bisschen flacher gemacht, weil Berge sehen zwar schön aus, aber wenn man wirklich bauen will, ist das somit das Störendste, was man haben kann. Was mich auch bei dieser Map ein bisschen nervt oder allgemein jetzt, irgendwie hat das Spiel hier einen Bug, was das angeht. Werden die ganzen Höhen und Tiefen dennoch angezeigt, obwohl ich sie gerade eben schon weggemacht habe. Was ich auch ganz witzig finde, ist, ich habe hier einen kleinen Grasfleck gefunden, der ja nun eigentlich wirklich nicht in diese Map gehört, weil es wirklich alles Boreal Forest ist. Ach ja, hier genau, das ist der andere. Sieht mir sehr nach Nadelwald aus. Ja, das sieht doch schon besser aus. Gut. Dann, bevor ich anfange, würde ich gerne die ganzen Tiere nochmal vorstellen. Dass wir zumindest wissen, was wir bauen, weil ich gehe hier jetzt auch ziemlich blind rein. Ich habe das Pack ja nun auch noch gar nicht gespielt. Ich glaube, ich habe einmal ganz kurz angetestet, habe da so ein kleines Gehege gemacht. Amarok Wolf. Vampire Beast. Bunyip oder sowas ähnliches. Black Cat, also einfach ganz simpel eine kleine schwarze Katze, weil die ja Pech symbolisiert. Eine große Anaconda. Hawkzilla. Jackalope. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gesehen. Ich glaube, die machen dann so Kindergeräusche nach. Ja, das sind die aquatischen. Die mache ich jetzt einfach mal so hier hin. Die kann man ja so auch einigermaßen erkennen. Kraken. Ogopogo, Gott. Sieht mir eigentlich ganz knuffig aus. Eine riesige Ratte. Tsuchinoko. Es sieht mir auch irgendwie so schlangenähnlich aus. So ein Huhn. Drachen, Dings, Mix, Cockatrice. Levitan. Shunkawarakin. Nandibär. Thunderbird, Cadejo. Ich kenne mich jetzt so mit den mythologischen Kreaturen nicht unbedingt aus. Cuero Chupacabra, das ist ja
Irgend sowas Spanisches. Das weiß ich noch. Hodak, Hodak? Ich habe da mal zuerst Hotdog gelesen. Der natürlich auch ganz witzig, so ein laufender Hotdog. Der Jersey Devil, der gehört somit zu meinem Liebsten bisher. Zumindest vom Aussehen her, wie er sich im Zug macht, weiß ich nicht. Ein Kirin, ich glaube, das ist ein japanisches oder zumindest asiatisches Einhorn. Oi, 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 was bist du denn? Mokele Mbembe. Also das ist irgendein mythologischer Dinosaurier. Sagt mir jetzt zumindest das so ganz schnell vom Rübergucken her. Das ist wieder irgendein Wasserding. Noch Less Monster. Wie ist heute nicht so mit aussprechen? Phantom Känguru. Warte. Das Ding ist in der Luft. Warum ist das Ding in der Luft und steht auf seinem Schwanz? Naja. Soll mir egal sein. Sea Serpent. Das Einhorn. Gambo ist auch so ein Wasserkrokodil-Ding. Ein russischer Phönix. Und das letzte, der Tatzelwurm. Gut, das sind also so alle Kreaturen, die man in diesem Pack bauen kann. Ja, heißt, nun muss ich sie erstmal alle wieder loswerden. Die sind hier teilweise alle so klein, ich finde die gar nicht. Komm, komm. Das kann doch nicht wahr sein, komm. Die, die ich freilassen kann, lasse ich mal frei. Ich glaube, einen gerade eben habe ich trotzdem adoptieren lassen. Ach, dich habe ich vergessen. So, wo ist hier noch einer? Denke nicht. Gut, dann fangen wir eben jetzt so an, damit das halt jedes Tier ausnahmsweise nicht 1, sondern 2 heißt. Genau, wenn ich schon einen anderen Weg habe. Da kann man nicht meckern. Na, der ist mir so ein bisschen zu hell. Ist eigentlich ganz gut, weil im Grunde könnte man hier fast den kompletten Zoo nur mit dem Paranoia Pack aufbauen. Beim Jurassic Park Pack geht das zum Beispiel nicht. Da hast du wirklich im Grunde nur die Dinosaurier und vielleicht ein, zwei Zäune. Da kriegst du da nicht wie hier wirklich Mülleimer und Spendenboxen und so im Grunde alles. Was das ist, habe ich keine Ahnung. Scheint irgendwie was Leuchtendes, Rumfliegendes zu sein. Ja, also einfach nur so ein rumfliegendes Licht. Ganz gut. Ob ich die jetzt allerdings wirklich alle in diese Zäune auch reinbauen möchte, das weiß ich nicht, weil weiß ich nicht, so gefallen tun sie mir jetzt nicht, außer der Gothic-Fans sind sie jetzt alle nicht so mein Fall.
Der sieht noch ganz nett aus. Ah, dann denke ich, nehme ich mal den. Und natürlich müssen wir uns zuerst erstmal für ein Tier entscheiden. Ich denke, ich fange das Kleinere an. Eine schwarze Katze. Ich denke mal, die braucht nicht ganz so viel Platz, obwohl ich da gerade eben schon gelesen habe, dass sie ziemlich viel Platz brauchen. Auf jeden Fall mehr als da beschrieben. Ich glaube, mit diesem Vampire Beast hatte ich letztes Mal angefangen oder zumindest ausprobiert. Den finde ich ja ehrlich gesagt am interessantesten. Ich frage mich aber, ob der irgendwie so einen speziellen kompletten Zaun braucht, der ihn irgendwie, ja, halt wie gesagt, dass er nicht wegfliegt, weil ich habe es ja schon mal gehabt mit den Erdmännchen, als ich nicht wusste, was die für einen Zaun brauchen, sind die mir drunter weg ausgebuddelt. Dann frage ich mich ehrlich gesagt, wieso können die sich aus einem Holzzaun runter drunter buddeln, aber aus so einer Mauer können sie sich nicht drunter buddeln. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ja, also ich könnte jetzt natürlich auch so anfangen, dass ich hier im Grunde, wie ich das sonst mache, so riesige Mauern mit so einem Dach, wo man dann im Grunde reingehen kann. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Habe ich auch auf einem Bild von dem Jersey Devil gesehen. Hatte dem auch sowas gebaut, wo man im Grunde eigentlich nicht reingucken kann. Nur ich glaube, dass das ein bisschen komisch aussieht, wenn ich jedes einzelne Gehege jetzt mit so einem Dach versehe, weil dann sind die ja eher so große Kästen, rechts und links. Und so wirklich den kompletten Zoo mit Dach versehen, das ging ja zwar auch, aber ich glaube, das würde sehr lange dauern. Wäre aber auch interessant, wenn man da durchgeht und es eigentlich so komplett überdacht. Erstmal nicht ganz so gerade, das irritiert mich gerade ein bisschen. Wenn ich dann die Zäune so bauen würde, hier hoch, da hoch und dann rechts, links ist irgendwie gar nichts. Das nervt mich ehrlich gesagt ziemlich stark, dass hier unten, weil im ersten Teil hat man ja dann wirklich angefangen, dass das hier wirklich da unten mit war. Und hier hat man jetzt diese Rundungen, die gefallen mir absolut gar nicht. Also das ist wirklich, nein. Gar nicht meins. Ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich das jetzt hier runter machen sollte, weil ich habe ja sonst eh keine Verwendung für das hier unten. Es kann sein, wenn ich hier jetzt ein Gehege lang mache, dass das ein bisschen komisch aussieht. Naja. Das könnte ich ja hier dran machen. Dann hat es wenigstens eine Verwendung. Gut, ich dachte schon, der hat mir das jetzt weggemacht.